Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt. Sollte es Richtung Weihnachten gehen, sage ich einfach mal schon mal frohe Weihnachten. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtsfeiertage und hoffe, dass ihr eine fantastische Zeit im Rahmen oder im Kreise eurer Liebsten verbringen könnt. Ich habe jetzt hier einfach, bevor das Jahr vorbei ist, noch so einen kleinen Drogerie-Haul. Vielleicht kommt noch ein weiterer, weil noch ein weiterer Haul auf dem Weg ist. Also eine weitere Bestellung. Ich muss einfach mal gucken, wie das Ganze hier getimt wird. Aber weil bald Weihnachten ist, habe ich hier einen wunderschönen Ho-Ho-Ho-Haarreifen aufgesetzt, den ich normalerweise ja bei Schminkies trage. Aber ich habe mir gedacht, komm, wir sind jetzt hier ein bisschen fancy unterwegs. Also, ich habe ein bisschen was bei DM bestellt. Ich habe aber auch was von Judith Williams zugeschickt bekommen. Von Benefit habe ich auch was zugeschickt bekommen. Ein bisschen Weihnachtspost. Und dann habe ich auch noch das muss ich euch gleich auch zeigen, von Und Gretel eine ganz krasse Geschichte für Umme quasi bekommen. Aber das hatte ich auch im Community-Post und auf Instagram geteilt. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen euch dann das hier zeigen. Das wird, ihr seht ja, ne, das Video wird nicht irre lang. Aber weil Weihnachten vor der Tür steht, habe ich mir auch gedacht, komm, wir machen jetzt nochmal eine richtig schöne Verlosung. Und zwar verlose ich einen selbst zusammengestellten Adventskalender. Den könnt ihr dann vielleicht sonst einfach im Januar auspacken oder so, wie ihr möchtet. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Auf Instagram habe ich nämlich jeden Tag jetzt auch bislang immer wieder einen verlost. Und da habe ich mir gedacht, hier möchte ich auf jeden Fall auch noch weiterhin einen raushauen. Denn ihr habt mir einfach dieses Jahr so wunderbar und fantastisch bereitet. Das macht mich einfach dankbar und da möchte ich gerne was zurückgeben. Ne? Jetzt kommen wir zu etwas, was ziemlich funny war. Und zwar hat mir Tester Brienchen, die liebe Sabrina, nämlich einen Code gegeben, beziehungsweise nicht nur mir, den hat sie in eine Gruppe so reingestellt gehabt. Und da konnte man sich eine Und Gretel Foundation für Oma aussuchen. Lead Foundation und das ist die Porcelain Rose. Habe ich in der Farbe, also in der Farbe Porcelain Rose, ne, die Nummer 1. Sollte der Code noch möglich zum Einlösen sein, habe ich den natürlich auch mal so ein bisschen in die Infobox geschrieben, Leute. Das ist einfach richtig krass. Also ich weiß auch nicht ganz genau, wo der jetzt wirklich herkommt, der Code. Aber das ist ja eine richtig, die ist schweinchenrosa, was für mich persönlich von der Farbe her richtig genial sein wird. Und es haben mir in den letzten Jahren so viele geschrieben, ich sollte mal unbedingt die Lead Foundation von Und Gretel ausprobieren. Die wäre fantastisch und so. Habe ich jetzt hier, ne? So, dann habe ich noch heute Weihnachtspost bekommen von Benefit. Da bin ich wirklich glücklich drüber. Vor allem, ich habe zwei Pakete bekommen. Eins habe ich schon ein, zwei Tage vorher gekriegt. Da war dieses hier drin, so ein kleines Schätzelein. Die ist total cool, weil die so groß und so schwer ist. Einfach die perfekte Kaffeetasse für mich, ne? Und ich habe hier oben ja auch schon meinen Wasserkocher stehen und meine Senseo, ne? Und hier steht auch Benefit drauf. Und ich bin ja ein Biene-Babe. Das heißt, ich bekomme ab und an mal ein bisschen PR von Benefit zugeschickt und darf euch das dann einfach vorstellen. Was ich doppelt habe oder was ich nicht brauche, kann ich dann zum Beispiel verlosen, ne? Ganz entspannt. Und ich finde das super lieb. Richtig cool und die Tasse mag ich gerne leiden. Die wird auf jeden Fall in Einsatz genommen. Dann hatte ich hier auch noch den The Professional mit drin, mit 22 Millilitern. Für mich persönlich ist der leider zu trocken. Ist nicht so meins. Also da brauche ich etwas Reichhaltigeres. Und ich habe zwar hier so ein ganz bisschen auch vergrößerte Poren mittlerweile, aber es ist nicht so extrem, dass ich da intensiv gegen anarbeiten wollen würde mit einem Pore-Filling Primer, sondern ich bin dann eher mit Hydrating oder Glowy Primern unterwegs. Weswegen das ja auch ein Produkt ist, was dann ja weitergegeben wird. Dennoch, vielen gefällt das. Ist ein absolutes Staple-Produkt von vielen, ne? Und dann habe ich hier, das fand ich auch so süß, das kann man sich so an Tannenbaum hängen. Das hat Benefit ja auch gut raus, ne? Dass sie diese kleinen Tannenbaumanhänger so rausbringen. Und das ist hier noch festgeklebt, denn hier sind zwei Produkte drin. Den 24 Hours Brow Setter, den habt ihr schon sehr, sehr häufig bei mir gesehen, dass ich ihn auch gelobt habe und ich finde ihn wundervoll nach wie vor. Mittlerweile sind diese Fluff Brow Geschichten auch vollkommen mein Ding, aber Benefit 24 Hour Brow Setter ist nach wie vor ganz weit oben bei mir auf der Liste. Und die Fan Fest Mascara von Benefit ist solide, musste sich bei mir auch ein bisschen eingrooven, die hatte ich mir ja auch schon gekauft. Das hast du manchmal bei Mascaras, dass sie ein bisschen erstmal eintrocknen müssen und dann funktionieren die einfach besser. Ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich weil sie dann auch einfach mehr Produkt abgeben oder so. Da auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Benefit. Ich habe hier auch noch so ein Kärtchen bekommen und so. Sowas finde ich ja immer schön, ne? Wenn man zum Ende des Jahres halt auch wirklich noch so ein bisschen Post von den Kooperationspartnern bekommt. Einen PR
Paket habe ich hier noch, was ich euch zeigen möchte. Danach kommen wir zu meinem kleinen Mini-Haul, den ich getätigt habe. Da war ich auch sehr erstaunt drüber. Judith Williams hat mir ein PR-Paket zukommen lassen. Auch da, ab und an bekomme ich mal PR von ihr. Und ich finde diese Tasche wundervoll. Die ist wirklich großartig. Kannst du die Tasche so tragen. Ansonsten ist die halt von außen so richtig schön wasserabweisend. Das finde ich auch immer ganz praktisch. Aber was zählt, sind hier eigentlich die Produkte da drin. Und da hat sie ein paar Neuheiten reingepackt. Beautiful, powerful you. Genau, also guckt euch die Tasche auch mal von innen an. Ne? Also das ist halt so, liebe ich. Also hier kannst du Pinsel reinpacken. Ich weiß nicht, das ist keine Tasche. Oh, ich hätte gedacht, das ist eine Tasche. Aber dahinter ist noch irgendwie eine Tasche. Schade, dass man sowas, glaube ich, gar nicht so kaufen kann. Ne? Hier hat sie mir nämlich die Rose-Reihe geschickt. Dein Booster für Festigung und Glow. Ja, vielen Dank. Das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Bioaktive Rosenstammzellen für die Haut sind die Hautretter für strahlende Schönheit. Safe. Und Rose ist auch immer ein ganz toller Inhaltsstoff, der so ein bisschen hautberuhigend ist. Und hier habe ich das dreiteilige Set drin enthalten. Also ich habe in 2024 sehr viel, wie immer, zu testen. Das kennt ihr. Ich versuche alles auszuprobieren, euch zu allem irgendwie ein Feedback zu geben. Einmal die intensiv pflegende Gesichtscreme, Straffungseffekt bereits nach 15 Minuten, da gucken wir mal. Ne? Und das soll halt mit Ceramiden auch noch unterwegs sein. Ceramide finde ich großartig, ein ganz, ganz toller Wirkstoff, der auch sehr hautreparierend ist, was ich auch sehr gut gebrauchen kann, vor allem wenn ich jetzt in so einer Situation bin wie jetzt. Tante Rosa ist im Anmarsch und deswegen spielt meine Hormongeschichte ein bisschen verrückt. Da sind Ceramide wirklich sehr, sehr hilfreich, in Kombination natürlich mit anderen Wirkstoffen. Und ja, sowas kann ich mir auch gut einfach bei mir vorstellen. Ja, das ist hochwertig, ne? Du hast hier so einen richtigen Glastiegel und das sieht echt schön aus. Und ihr bekommt Judith Williams, ich glaube, im DM, ne? Müsstet ihr die auf jeden Fall kriegen. Und deswegen passt das jetzt auch hier in den Haul eigentlich ganz gut rein. Dann habe ich auch noch das Serumkonzentrat mit bis zu 90% mehr Feuchtigkeit, Festigkeit und Schutz. So, ah, guck mal, Rosenstammzellen und Vitamin E und Ceramide. Also alles, was jetzt so richtig intensiv in die Wirkstoffthematik geht, könnt ihr euch gerne hier oben im IMA anschauen. Da habe ich euch ein Video gedreht, wo ich auf die, ich sag mal, Top 10 Wirkstoffe eingehe und halt auch so ein bisschen auf die Wechselwirkung untereinander, wie man sie am besten miteinander kombinieren kann, welche man besser nicht miteinander kombinieren kann. Und auch das sieht wundervoll aus. Also wenn man die Reihe halt so bei sich im Schrank stehen hat, ist es, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Weil dieses Rosa mit dieser goldenen Schrift drauf ist, und dieser goldene Deckel ist schon edel. Und du hast es hier halt nicht irgendwie in Plastikverpackung, sondern es ist dann halt auch in der Glasverpackung. Augenintensivcreme, parfümfrei, das finde ich auch sehr schön. Mit diesem Spezialapplikator, sichtbar glattere Augenpartie, Spannkraft und Strahlkraft. Warum? Warum machst du das denn? Auch hier wieder Ceramide. Aha. Und dieser Glow Booster durch dieses Bio-Wildrosenöl. Mhm. Ja, so schaut es aus. Und ein bioaktiver Extrakt. Das ist natürlich sehr nebulös hier, ne? Nun kommen wir mal zu den Sachen, die ich mir gekauft habe. Das sind es ist wirklich nur so ein kleiner Haufen, aber es ist eine Limited Edition. Es ist ein bisschen was für Julius, es ist ein bisschen was für Sammy. Für Julius habe ich das hier geholt. Ich war mir nicht sicher, als ich das online gesehen habe, welche Farbe das jetzt genau ist, ne? Aber das ist halt so ein sehr warmes Braun, Orange, Rostrot. Ich glaube, das wird ihm sehr gut stehen. Und ja, das ist halt Größe 86,92. Der junge Mann, der wächst halt wie Sau. Und das ist auch gut so. Und der war halt reduziert, weil es ein Herbstbody ist. Hallo? Also ich finde, auch im Winter kann der Herbstbodies tragen. Da bin ich tiefenentspannt. Vor allem jetzt aktuell kommt da eh immer ein Pulli drüber oder so. Ne? Also da sieht man eh nicht, was er drunter hat. Und ich finde Alana eigentlich total toll von der Qualität. Also das ist schön warm, das ist schön robust und weich und alles. Und ich glaube, dass das einfach ganz toll ist. Und Schatzi geht normalerweise immer für Julius einkaufen. Und wenn ich dann bei DM oder Rossmann was bestelle, bestelle ich auch oft einfach was mit. Und ja, das ist halt schön. Dann habe ich für Sammy was geholt, weil wir mal wieder Knappheit an seinen Würstchen hatten. Da habe ich jetzt diese Rindswürstchen wieder geholt. Ja, Sammy und ich haben unser Ritual, dass jeden Abend er mich dann quasi ans Bett begleitet. Und dann bekommt er so ein kleines Würstchen. Und das ist schön. Meistens legt er sich dann auch bei mir hin und schläft dann auch bei mir auf der Seite. Morgens ist er meistens weg, weil er dann doch noch irgendwie durch die Gegend tapert oder wach wird, wenn Julius auch wach wird und dann auch noch mal raus muss. Sammy ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der ist ja auch schon 9 Jahre alt, ne? Und ja, entweder weckt mich mein Sohn oder mein Hund, dass irgendwer mal muss. Das ist total super. Ich komme damit klar. Nun, auf jeden Fall mag er halt super gerne diese Würstchen und die sind halt auch ganz gut.
Und deswegen habe ich da ein paar mehr von geholt. Sind sie alle glücklich. Gut, dann gab es eine neue Limited Edition, die habe ich bei Sarah Isabel, Like a Daisy in Spring, schon gesehen in der Vorstellung und wollte sie auf jeden Fall auch selber mal austesten. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich alle Produkte gekriegt habe, ich glaube nämlich nicht. Einiges bestellt, Chili Vanilli nennt sich die Limited Edition, Giant Sponge von Essence. Und das ist halt wirklich so ein Riesensponge. Ich weiß nicht, ob die so ein bisschen Luvia-Konkurrenz machen wollten, weil es erinnert mich schon sehr daran, muss ich gestehen. Also da muss man immer schauen, was die Hersteller da so treiben. Aber naja, ich wollte es auch mal mit euch zusammen austesten. Vielleicht habt ihr das Video auch schon dazu gesehen. Das weiß ich jetzt nicht, was jetzt so eher online kommt. Es ist ein riesiger Schwamm, ein Monsterschwamm. Ne? Mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Damit kannst du super schnell deine Foundation einarbeiten und bist einfach ruckizuck damit durch. Und ich mag das. Also toller Schwamm, fühlt sich schön weich an. Dann war hier auch noch was in der LE mit drin, das musste ich mitbestellen. Face and Body Highlighter Stick. Der sieht so fancy aus. Online sah der halt so riesig aus. Und ja, jetzt habe ich ihn hier, den gab es halt nur in dieser einen Farbe. Riecht jetzt nicht irgendwie vanillig oder so, hätte ich jetzt gedacht. Oh, der hat einen rosa Schimmer mit drin. Okay, ich habe jetzt mal meine komplette Hand gehighlightet. Ja, Face and Body sagt er ja auch, ne? Also kann man sich dann auch so auf die Schlüsselbeine zum Beispiel auftragen. Ja, also kühler als erwartet. Cremig. Sehr, sehr grob. Sehr, sehr grob. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so erkennen kann. Ich finde, dass es einen sehr groben Glitzer mit drin hat. Also ich habe heute noch einen Schminke gedreht, wo ich die Firmen gelobt habe, dass sie subtiler werden. Hier sind wir wirklich grob unterwegs. Also falls ihr das nicht so gerne mögt, wisst ihr jetzt Bescheid. Ja, erstmal schön hier am Kleid und an der Leggings abputzen. Dann gab es in der Limited Edition auch noch diesen Brightening Under Eye Cream, den. Die Chili Vanilli, 10 Milliliter, auch da wieder keine unterschiedlichen Töne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. A little moody but cutie. Mhm. Das können wir jetzt ja auch mal, gut, jetzt swatchen wir das hier drauf. Das ist halt so peachy und sehr flüssig. Also wir kennen das ja normalerweise auch bei dem Catrice Under Eye Brightening Corrector, das ist ja in so einem festen Cremepöttchen drin ist. Hier haben wir so ein kleines Tröpfchen. Jetzt quasi. Das blende ich mal aus. Genau, und das machst du dir halt unter deine ganze Base drunter, unter die Augen, damit halt die Augenschatten aufgehellt werden optisch. Und da ich halt sehr viele blaue Äderchen habe, kann ich das am Handrücken eigentlich ganz gut demonstrieren, was für einen Effekt es dann gibt. Und da sieht man, glaube ich, auch echt gut, dass das bläuliche, grünliche ein Stück weit neutralisiert wird. Also es ist nicht verschwunden oder so und es sieht wirklich gut aus. Bin ich mal gespannt, wie sich dann letztendlich das Ganze auch macht bei einem Fullface. Ne? Dann habe ich hier auch noch aus der gleichen Limited Edition, da gab es verschiedene Farben von. Not So Basic Vanilla, das ist glaube ich so ein Eyeliner oder was war das jetzt? Flüssiger Lidschatten, genau. Und das ist einfach so ein Champagnerton. Und Liquid Lidschatten, auch das, sind ja dieses Jahr auch echt viel vertreten gewesen. Okay, da ist jetzt nicht so super viel an dem Füßchen dran. Okay, swatche ich mal so. Okay, der ist dann sehr schier. Also nicht so ein super deckendes Vieh, was man ja normalerweise sonst so kennt, ne? Sondern eher so ein Hauch von. Okay, also du hast hier auf jeden Fall Schimmer. Aber es ist nicht super deckend. Ich habe das jetzt auch wirklich geschichtet, ne? Dass ich hier theoretisch zwei Schichten drauf hätte. Habe sie jetzt nicht zwischenzeitlich antrocknen lassen, aber so sieht es dann aus. Ich glaube, für einen leichten, dezenten Look kann das was sein, dass man das halt komplett aufs Lid gibt. Vielleicht ein bisschen Bronzer in die Lidfalte, ne? Schon, das kann man auf jeden Fall machen. Da ist jetzt auch nicht exorbitant viel drin, aber du brauchst da auch nicht viel von 1,2 Milliliter, ne? Also es dauert, bis du sowas aufgebraucht hast. Dann habe ich hier von Art Deco etwas entdeckt, was ich sehr interessant fand, die Lip Jewels. Ich habe mir die Farbe 21 Rose Diamonds bestellt, das ist hier dieses Produkt. Und Art Deco hat schöne Sachen. Also die haben sich ja dieses Jahr auch so ein bisschen versucht, dass die ein bisschen günstigere Produkte in die Drogerie bringen. Hat nicht ganz so gut funktioniert, wenn ich das mal so rückblickend betrachtet sagen darf. Oh mein Gott. Ich glaube, das spricht jetzt einfach nur mal so für sich. Also, das ist ja wunderschön. Oh mein Gott, ist das schön.
halt so Glitzer auch mit drin. Und das funkelt so richtig. Und durch diese Einkerbung an dem Bullet selber sieht das so unglaublich schön aus. Den will man gar nicht verwenden, weil der so schön ist eigentlich. Ne? Gut, aber wir swatchen den jetzt, weil wir sind hier nicht zum Spaß. Und die Farbe, die ich gewählt habe, gut, auf den Lippen siehst du es dann nicht so intensiv, wie es natürlich hier in dem Bullet ist. Du hast hier so einen leichten, normalen, scheinenden Lippenstift. Ne? Also das, was halt hier so fancy ist, ist halt wirklich nur die Optik. Das hast du so nicht auf den Lippen dann drauf, aber eine wunderschöne Beerenfarbe, die jetzt auch 1A zu meinem Kleid passen würde. Nö, das ist natürlich nice. Das mag ich gerne. Das ist richtig hübsch. Okay. Ja, ist hübsch. Dann habe ich hier noch das letzte... Nee, ich habe noch zwei andere Sachen. Entschuldigung. Dann habe ich hier noch was von Revolution Pro. Das fand ich auch ganz interessant. Revolution Pro ist bei DM eingezogen. Sonst habe ich Revolution immer mehr so damit gesehen, dass die auch mit Rossmann zusammenarbeiten. Aber die haben sich wohl mit DM auch zusammengetan. Und da sind allerhand Produkte jetzt auch gedroppt worden. Das hier fand ich einfach hübsch und wollte ich dann in dem Sinne auch mal euch zeigen. Blush und Highlight Palette. 8 Gramm sind hier drin. Party. Ja, so schaut das aus und von außen jetzt nicht so super spektakulär, aber das, was ich online gesehen habe, wie es halt von innen aussieht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Frage ist halt, inwiefern sich das dann auch gut verarbeiten lässt. Aber ja, sah, wie gesagt, online sehr, sehr schön aus. Eine wunderschöne kleine Geschichte, ne? Das hat was von Too Faced. Entschuldigung. Habe ich letztens ein Fullface zugeschminkt, deswegen habe ich da gerade diese Vibes, ne? Und dann kann man das so aufklappen und hat hier so einen Stern. Okay, da ist dann die Frage, wie kann man das dann am besten verwenden? Wahrscheinlich am besten so als Blushleiter alles in einem zusammen. Und ja, weil wenn du es nur Blush als matt haben willst, dann musst du dich ja nur hier außen aufhalten, dann wird es ein bisschen schwierig. Ich gehe jetzt komplett einmal so durch. Ja, wir sind, also wie gesagt, wir sind hier zum Swatchen auch so ein bisschen da. Okay, ich glaube, wenn man alles miteinander verswirlt, wird das doch relativ, also für mich persönlich, als Highlighter zu dunkel und als Blush zu schimmern, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt auf dem anderen Gedönsen auch gemacht, auf dem Highlighter, den ich ja schon drauf habe. Ne? Aber muss man mal gucken, wie die Farbe sich dann auch so im Gesicht macht. Ich finde es auf jeden Fall sehr süß und sehr passend jetzt auch Richtung Silvester mit dem Stern oder Richtung Weihnachten halt auch ein Stück weit. Ne? So, und jetzt habe ich als letztes, jetzt kommen wir nämlich dazu, von Pamela Reif noch ein paar Produkte, die ich mir bestellt habe. Denn ich beschwere mich ja immer wieder, dass ich mit meinen Haaren nicht so hundertprozentig zufrieden bin. Ich finde es cool, dass die jetzt auch wieder so voll geworden sind und so puffig und so, ne? Aber ich finde, die könnten einfach auch alle noch ein bisschen mehr Liebe vertragen. Und da kommt mir das ganz gelegen, dass Pamela Reif hier diese Ela Natural Beauty Reihe rausgebracht hat. Fand ich einfach ganz spektakulär. Da habe ich mir einmal das Hydrate and Shine Shampoo für normales bis trockenes Haar mit Hyaluron und Kokosmilch bestellt. Ich hoffe, dass der Duft von Kokos hier nicht allzu sehr rauskommt. Und dann haben wir auch noch den dazu passenden Conditioner für normales bis trockenes Haar. Hydrate and Shine. Das ist dieses hier. Einmal 200 ml und einmal 250 ml. Das riecht halt ein bisschen kräuterig. Die werden auf jeden Fall ausgetestet. Da werde ich euch ein bisschen mehr zu sagen können, wenn das Ganze in Einsatz war. Und Leute, das wäre es ja auch schon wieder gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.